Einen wunderschönen guten Morgen aus Vancouver und zu einem weiteren Mini-Vlog aus meinem Leben hier. Bei dem letzten Vlog haben alle gesagt, wie wunderschön das Wetter ist in Vancouver. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir hatten definitiv einen Glückstag, denn wir sind im Moment mitten in der Regenzeit. Und deswegen sieht es eher so aus, grau und düster am Regnen. Aber in Norddeutschland würden wir sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Als erstes gehe ich zu Starbucks, denn ja, ich bin das größte Marketingopfer in Person, was ihr kennt. Es gibt etwas umsonst, das zeige ich euch gleich. Und dann hole ich mir heute offiziell meine Freiheit zurück, so wie es in diesem Jahr 2021 beschrieben wird, sich die Freiheit zurückzuholen. Was das zu bedeuten hat, zeige ich euch dann im Laufe des Videos. So, ich habe meinen Cup hier, meinen Kaffee. Ich habe ein Hafer-Latte bekommen. Ganz unspektakulär, denn die sind out of Cups. Ich habe die Aktion verpasst, aber wir haben ja ganz viele Starbucks hier in der Nähe und vielleicht versuche ich mein Glück nochmal woanders. Tschüss! Sollte ich jetzt so schnell zu dem anderen Starbucks und fragen, ob die noch Becher haben, dann würde ich meiner Freundin einen Kaffee holen. Oh, seht ihr, was ich für ein Marketingopfer bin? Aber naja, ich gebe euch die volle Anne-Experience heute und werde diesen Becher kriegen. Und ich nehme euch mit. Ich würde schwören, gestern war hier noch ein Starbucks. Jetzt, wo wir sind, gibt es einen weiteren Starbucks, unser dritter Versuch. Und ich sehe jemanden mit einem Cup. Ich sehe tatsächlich jemanden mit einem reusable Cup. Oh, ich glaube, wir haben Glück. Wir haben Glück. Thanks, you too. Free Cup. Free Cup. Mission completed. Es ist vorbei. Geimpft und ich erzähle euch später mehr darüber, denn es ist. Film ist nicht erlaubt. Oh ja, wait! What are you doing? Hallo. Hi! Hallo, hallo! Hallo, hallo! So what is the plan now? What did we decide to do spontaneous? Victoria's Secret! Woohoo! Yes! Denn wir haben uns fest vorgenommen, dass wir das nächste Mal zusammen shoppen gehen. Und ich war noch nicht bei Victoria's Secret, seitdem wir zurück sind in Vancouver. Und jetzt saßen wir hier gerade ganz spontan, sie kann nicht ganz so gut laufen. Und dann ich so, boah, ich glaube, ich gehe gleich noch zu Victoria's Secret. Und eigentlich haben wir uns versprochen, zusammen hinzugehen. Und sie so, oh, meinem Knie geht's besser, ich komme mit. Also gehen wir jetzt zu Victoria's Secret. Okay, ich habe natürlich die Sales Section gefunden und jetzt gibt es diese zwei geilen Pullover.
und ich kann mich nicht in der Farbe entscheiden. Also ein schönes Beige oder ein Grau, das sind so Classics, ohne großen Print. Oh man, und die sind so günstig. Es wäre definitiv ein Anne-Moment, dass ich sage, ich nehme beide mit. Ah. So, Sylvia, what do you say about the burrito? It's very nice. It's good? Oh, you almost finished. Good job. And they are really good as well. Wir sind im nächsten Geschäft. Ich wollte nur kurz gucken. Ich habe schon den nächsten Pullover in der Hand. Oh, es ist so schlimm. Sylvia und ich, wir sind keine gute Kombination, weil wir immer gemeinsam Geld ausgeben. Immer. Is that true? We always spend money together. Look at that. Victoria's Secret as well. Oh. Ich glaube, ich nenne das den Vlog Marketing-Opfer, weil hier gibt es schon wieder Sachen zu gewinnen. Es ist einfach nur crazy. Spin the wheel and get some free stuff. Wahnsinn. Ich glaube, das wird echt der Name sein von Anne, von meinem Vlog. So we got a pop socket, a bike seat cover, a pouch, reflector, or a car holder. Where are you? What did you get? Oh, for your bike? I don't even bike. Ein kurzer Zwischenbericht, ich bin wieder zu Hause, eine kurze Revue passieren lassen, was ich bis jetzt, und es ist glaube ich 3:15, bis jetzt schon alles Tolles erlebt habe an diesem Tag. Ich bin absolut eskaliert in Yes, Victoria's Secret, und ja, ich bin eine von denen, die die Taschen aufbewahrt. Werde ich jetzt gleich noch von all dem, was ich jetzt gekauft habe, die Etiketten abschneiden und das sofort waschen, damit ich das so schnell es geht anziehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr was Neues habt und ihr wollt es einfach sofort anziehen. Dann waren wir noch bei Old Navy. Dort habe ich noch einen neuen Pullover geholt. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, dass ich voll drauf abfahre. Limited Edition, Sachen umsonst. Ja, ich habe heute, ich glaube, $12 ausgegeben für Kaffee, um diesen Becher kostenlos zu bekommen. Wo habe ich das her? Mama, Papa, vielleicht könnt ihr das erklären. Wo habe ich das her, dass ich voll darauf stehe, ja, kostenlose Sachen abzustauben? Die Voraussetzung dafür war, dass man ein Special Creme Brûlée Latte bestellt. Richtig lecker. Und ich habe jetzt meinen schönen Becher, den kann ich jetzt immer wieder verwenden. Und diese Mission ist definitiv geglückt. Dann gab es bei Victoria's Secret, wenn man $25 ausgibt, hat man $25 bekommen als Reward Card. Das bedeutet, in der Woche von oder in den 2 Wochen vom 2. bis zum 16. Dezember werdet ihr mich wieder bei Victoria's Secret finden, denn dann kann ich $25 einlösen auf einen Wert von $75. Es sind noch mehr kostenlose Sachen von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Keine Ahnung, wer das braucht, aber es gab es kostenlos. Und ja,
das Größte, was heute eigentlich anstand, ist, ich bin jetzt vollständig geimpft. Und ich werde euch gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und eins kann ich vorweg sagen, ich habe mich mit vielen Leuten über das Thema Impfung unterhalten. Und eins kann ich definitiv sagen, meine Meinung hat sich nicht geändert zu der ganzen Thematik. Aber ich gehe gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich schneide jetzt erstmal die Etiketten ab, packe alles in die Waschmaschine und melde mich gleich noch mal. Das sieht aus, als würde ich vor so einem Poster sitzen, oder? So, ich werde euch jetzt noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich jetzt habe impfen lassen. Ich habe heute meine zweite Dosis schon bekommen. Und für alle, die nicht wissen, wie die Situation ist, hier in Vancouver, speziell in Vancouver, ich kann das nicht für ganz Vancouver sagen. In Deutschland haben wir 3G, 2G für Restaurants und hier ist es so, dass es tatsächlich seit Mitte September so ist. Also wirklich, wir sind aus der Quarantäne raus Ende August und hatten noch 2 Wochen und dann durften wir schon nirgendwo mehr rein. Denn seitdem, ich glaube, das war der 12., 13. September, gab es die 1G-Regelung. Das heißt, oder 1G-Regel. Restaurants, Fitnessstudios, Events, eigentlich auch all das, ich würde sagen, es ist ähnlich wie in Deutschland, durfte man oder darf man nur mit einer Impfung. Genesen zählt nicht und getestet zählt nicht. Das heißt, selbst wenn du vorweisen kannst, dass du negativ bist, du hast keine Covid-Viren in dir nachweisbar, nachgewiesen, schwarz auf weiß, du darfst nicht ins Restaurant. Also ganz klar eine quasi 1G-Regelung. Und ja, unser Arbeitgeber war fein damit, dass wir nicht geimpft sind. Wir hatten auch kein Problem damit. Wir haben so unser Lieblingscafé gehabt, ein veganes Café, wo wir auch weiterhin ohne Impfung hin durften. Wir haben nichts Großartiges verpasst mit Freunden, haben uns überwiegend privat getroffen, haben uns also wirklich nicht eingeschränkt gefühlt. Diese ganze Regelung geht jetzt noch bis Ende Januar. Und dann haben wir uns aber doch mit der Zeit entschieden, der Druck wurde immer größer. Wir haben gemerkt, unsere Freizeitgestaltung wird immer geringer. Wir arbeiten sehr viel und wenn wir dann frei haben, wollen wir natürlich die Zeit genießen. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, es jetzt zu machen. Ja, es lief so ab, dass ich bin reingekommen. Erstmal muss man sich die Hände desinfizieren und man muss seine Maske abnehmen. Man bekommt eine frische Maske, die wird einem mit der Zange übergeben. Dann geht es weiter zur Registrierung. Man wird registriert, man braucht seine Gesundheitsnummer. Man kann sich aber auch hier ohne Gesundheitsnummer impfen lassen. Das heißt, alle Leute, die jetzt kurzfristig vielleicht nach Kanada kommen, und sich noch nicht haben impfen lassen, die können sich trotzdem impfen lassen. Also es werden alle akzeptiert quasi. Und dann den Personalausweis, dann wird man registriert, relativ einfach und unkompliziert. Heute war verdammt viel los. Wir waren in einem großen Casino und Casino, Hotel, Resort. Das ist nicht weit von uns, glaube ich, es war 12 Minuten mit dem Skytrain weg. Und dann habe ich, also ich sag mal wir, weil ich mit meiner Freundin da war, mit Sylvie, habt ihr gesehen. Und dann nach der Registrierung geht es auch schon los. Ich habe denselben Impfstoff bekommen wie beim ersten Mal. Das haben die auch empfohlen, beim selben zu bleiben. Die hat jetzt nichts irgendwie was anderes gesagt. Und ja, dann hat sie ein bisschen was gequatscht, ein bisschen was gesagt. Und dann hat sie gesagt, das muss ich ganz stolz erzählen, wir haben so gelacht. Die so, wow, you're really firm, also sehr fest. Ich so, oh wow, also bin ich wohl sehr muskulös. Und dann hat sie, bam, rein. Und dann war es auch schon vorbei. Also ich hatte auch nicht irgendwie Angst davor oder irgendwie dachte, irgendwie ist es doch komisch. Ich habe es akzeptiert. Viele meiner Freunde wissen ja, ich habe mich ganz oft mit meinen Freunden darüber unterhalten, dass ich das umgehen wollte. Und ja, zack, rein und dann war es auch schon vorbei. Dann haben wir noch kurz gewartet und dann sind wir raus. Und das war der Prozess. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland abläuft, da ich mich nicht habe in Deutschland impfen lassen. Wenn irgendwas wesentlich unterschiedlich ist, würde ich mich echt freuen, wenn wir uns in den Kommentaren darüber austauschen können. Ich versuche weiterhin sehr neutral darüber zu bleiben. Ich versuche jetzt nicht weit auszuholen. Und ich bin jetzt geimpft. Das heißt, ich darf jetzt auf den Weihnachtsmarkt, ich darf jetzt ins Restaurant, ich darf jetzt ins Fitnessstudio, ich darf auf Events, in Bars etc. Und ich darf fliegen, selbst Inland. Ab Oktober haben die auch gesagt, selbst Inlandsflüge und Inlandszugverbindungen, auch nur für Geimpfte. Und wenn ich sage nur für Geimpfte, es gibt kein ärztliches Attest.
egal für welchen Grund. Gibt es nicht, es gibt keine Ausnahmen, das heißt, ich dürfte jetzt auch Inland fliegen. Die machen auf jeden Fall bis Ende Januar, können es dann aber eventuell verlängern. Und die Zahlen steigen hier, glaube ich, auch wieder langsam. Ja, mir geht's gut. Das ist ja auch noch wichtig zu sagen. Ich wurde um 11 Uhr geimpft. Das ist jetzt 6 Stunden her. Ich fühle mich gut. Ich merke meinen Arm so ein bisschen, aber überhaupt nichts Schlimmes. Mein Arm ist noch dran. Mir ist noch kein drittes Auge gewachsen. Alles okay. Also von daher, ja, geht's mir gut. Was soll ich sonst sagen? Das letzte Video von mir von heute. Mir geht es immer noch sehr, sehr gut nach der Impfung. Ich habe doch gedacht, vielleicht wird mein Körper irgendwie reagieren, aber ich habe versucht, gut vorzusorgen. Mir geht es gut und ich mache mich jetzt schon fast fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal einfach was anderes. Ich will euch einfach immer nur zeigen, wie das Leben hier in Vancouver ist. Ohne viel Schnickschnack und Planung. Einfach wie es ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen hoch da. Folgt mir, wenn ihr mir noch nicht folgt, um mehr aus unserem Leben hier in Vancouver zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Es gibt keine schlechte Kleidung. Ich habe doch gesagt, ich möchte meine Freiheit zurück und deswegen spielen wir jetzt ein bisschen im Casino. Nein, Spaß, es wird ernst. Wo ist er? Hier ist immer was los, wir haben die Polizeistation gleich neben uns. Als kleiner Lagebericht. Aber ich bin fertig mit dem Block für Block. Die merken jetzt war. Selbst, also genauso wie tun wir. Oh, was laber ich?